Tja, grüße meine lieben Abonnenten vom Knossi da draußen. Lange ist ja, ich habe ja, wie ihr bereits wisst, oder die Abonnenten, die ihn schon länger abonniert haben, habe ich ja bereits schon öfter mal ein Sniper Sonntag Video bei ihm hochgeladen. Jetzt ist es so, der Knossi ist in Hamburg und wir haben uns zusammen geredet und wir haben quasi gesagt, ja, ich helfe ihm quasi aus diesen Sonntag, bevor er dann die Woche drauf wahrscheinlich selbst dann ein Sniper Sonntag Video wieder hochlädt. Und ja, das Besondere jetzt hier dran ist es so, wir spielen auf der Wii U. Black Ops 2 auf der Wii U, ja, das gab schon mal auf dem Knossi sein Kanal, ebenfalls von mir. Es hat sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe das einfach beinhart nochmal. Diesmal TDM auf Hijack, das gab sogar auch wirklich beim letzten Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Dieses Mal jedoch zu dem Unterschied, dass ich seit einem Monat einen Monitor besitze und man merkt halt einfach wirklich den gigantischen Unterschied, der einfach herrscht zwischen TV und Monitor. Weil einfach eine Millisekunde Reaktionszeit bei einem Monitor und eine normale Reaktionszeit auf dem Fernseher, das sind Welten, ja. Und deswegen mal schauen, was jetzt hier so dabei rausschaut. Habe jetzt in den letzten Wochen eigentlich generell nur mehr Wii U gezockt. Also zumindest nur, was das Snipen anbelangt. Ab und zu spiele ich auch nochmal Xbox, aber sonst ist es relativ gleich. Das einzige Problem wirklich auf der Wii U ist die, ich sag's mal vorsichtig, bescheidene Connection. Also wenn der Host nicht passt, dann hat jeder, wirklich jeder One Bar oder Two Bar und das ist richtig kacke. Ihr seht selbst, wie lag-verzögernd das Ganze schon wieder ist. Wer ist eigentlich Host? Okay, ich habe eigentlich vor, aber an mir dürfte es jetzt nicht liegen. Ich sag mal schauen, was hier dabei rausschaut. Den haben wir mit dem Wallbang bekommen. Die Frage ist, wo spawnen sie? Beide Spawns sind frei, sowohl oben als auch unten. Ah, Hitmarker. Aber der kommt nochmal raus, der holt sich jetzt ihn. Den hol ich mir. Wie gesagt, solange man die Spawns sich abschätzen kann, ja, und dann kommt wieder... Uff. Ah, fuck, verdrückt! Dann kommt dieser... Knife... Knife Runner wollte ich sagen, ich meine Tryharder. Und es laggt in einer Tour. Ihr habt es gesehen, der Schuss kam eine Sekunde zu spät irgendwie an. Aber dennoch. Ist auch schon sehr, sehr lange aus, dass ich im Übrigen ein Live-Commentary, generell ein Commentary gemacht habe, denn es gibt ja auch ein paar Abonnenten von Knossi, die mich auch abonniert haben und die Leute wissen eben, ja, ich habe eigentlich mit YouTube aufgehört, habe mir aber gedacht, ich hätte mal wieder Bock drauf, in Knossi ein Video zu machen und ich helfe ihm ja gern aus. Ah, shit. Aber mit der B23, ja, Kimbo, also wenn ihr glaubt, auf der Wii U laufen nur Bobs rum, die man leicht abknallen kann, vergesst es, ja, vergesst es einfach, denn diese Leute sind teilweise noch schlimmer, laufen mit C4 rum, Akimbo-Waffen und mit Laser Sight und den ganzen Schmarrn, da könnte ich nur kotzen. Die spawnen jetzt, glaube ich, da unten irgendwo. Ja, das meine ich, da kommen wieder so random mit diesen scheiß Akimbo-Zeugs daher. Da kriege ich AIDS. Okay. Und die Gegner sind... Oh, was habe ich hier getan? Das war ein Liner auf dem Lock, auf dem Collateral oder nicht sogar auf dem Triple. Und ich habe jetzt locker 2-3 Kills verabsäumt zu machen. Dieser Akimbo-Wichser. Guckt euch das an. Das ist sowas von noobhaft. Genau von solchen Leuten kriege ich echt das Kotzen. Man gibt es auf allen Plattformen. Wurscht, ob PC ist oder eben Wii U, PS3, Xbox, ist wirklich scheißegal. Aber diese Leute fucken einfach nur ab. So. Mal eine kleine Videofrage jetzt. Was sind eure so Vorstellungen von Black Ops 3? Glaubt ihr, das wird ein gutes Call of Duty? Sagt ihr nein, ich habe die Hoffnung an Call of Duty schon lange aufgegeben. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ihr jetzt vom neuesten COD-Ableger so hält. Jetzt traue ich mich mal hier in die Ecke hin, weil ich bin mir sicher, dass die gleich hier rausgerannt kommen. Dieser Akimbo-Wichser. Guck ihn die an. Okay, den habe ich mal. Da steht er wieder drinnen. Jetzt kommt er wieder rausgerannt, weil er gestunt hat. Könnte ich austicken. Vor allem der Lag, der hier herrscht. Wieder Hitmarker. Aber wir spielen jetzt gerade nicht so schlecht. Hab schon bessere Partien jetzt auf dem Wii U gehabt. Der ist mal raufgerannt. Oh, nein. Den habe ich. Da ist noch einer drin, aber auf den kacke ich jetzt erstmal. Oh, da sind viele. Ich habe mal eine Drohne raus. Wo sind die alle hin? Da waren gerade so viele Punkte. Okay, hier ist einer. Warum war der nicht drauf vorhin? Wurscht, Wayne. Was haben wir jetzt gerade? 13,5 ist okay. Jetzt nicht der beste Score, aber lässt sich auf jeden Fall mit leben. Die kommen jetzt hier alle rechts raus. Die kommen wirklich alle rechts raus. Nein.
Den habe ich mir jetzt vorgenommen und schon wieder. Mit der Cap 40. Das ist die nächste OP Secondary. Warum könnt ihr nicht mit einer normalen Pistol spielen? Aber ich merke jetzt wahrscheinlich auch wieder viel zu viel rum, weil im Prinzip solche Spieler gibt's in jedem COD. Ich wollte gerade sagen, das sind so viele. Kommt jetzt verdammt nochmal raus oder nicht? Hier ist einer drin. Da wurde abgeknallt. Mit der Small, glaube ich. Das sind auch solche Leute. Meistens, wenn ich bei Raid auf Spawnshot gehen will, auf so Spawn Triple oder so, dann kommen die mit einer Small hier across the map über Raid und dann bist du eigentlich schon gefickt, weil dann hast du als Sniper eigentlich keine Chance. So. Aber wir spielen trotzdem nicht so schlecht. Der war drauf. Hitmarker. Und da kommt das C4 geflogen. Habt ihr das gesehen? Das ist richtig kacke. 18-7 ist jetzt nicht schlecht. Hatte sogar, wann war es, vor 3 Tagen eine Sniper Nuklear auf der Wii U. Da hat ausnahmsweise mal die Lobby gepasst. Das war sogar auf Slums. Slums ist eine coole Map. Headshot. Wollte ich eigentlich auch einen Headshot verpassen. Drin kommt sicher gleich wieder einer hochgerannt. Der geht drauf. Jetzt presche ich mal vor hier hinten Spawn. Vielleicht kann ich sie ein bisschen trappen. Wobei es ist eh schon wieder fast vor... Boah, habt ihr den Lag gesehen? Der war furchtbar. Der war so schlimm. Und der war gesteelt. Wo ist er? Der muss hier jetzt raufkommen. Da liegt er am Boden! Dieses feige Stück Dreck. Wo ist denn der jetzt? Okay, der kam hier gerade raus. Nice. 24-7. Für das erste Match definitiv nicht schlecht. Haben wir jetzt vorgenommen, den noch ein zweites Match dran zu hängen. Vielleicht eine andere Lobby, vielleicht gibt es eine andere Map. Mal schauen. Bin jetzt sehr, sehr zufrieden. Eigentlich 3,43er KD ist ganz okay, ist ganz passabel. Ich habe momentan schon bessere Matches gehabt. Liegt daran, dass ich jetzt keine, keine Videos mehr von meinem Hauptkanal mache, sondern nur mehr Let's Plays auf meinem zweiten Kanal, dass ich jetzt einfach viel mehr normal zocken kann, ohne irgendwas zusammenschneiden zu müssen, Vegas, Hochland, das beansprucht ja alles viel, viel mehr Zeit. Und es kommt ja auch, es soll jetzt eine kleine Werbung sein, das habe ich mit dem Knoste abgesprochen. Oh, Raid, nice. Werde jetzt dann im Nachhinein und das zweite Match werde noch ein bisschen was promoten für meinen Kanal, was mir sehr, sehr wichtig ist, also bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt mir da wirklich sehr, sehr helfen dabei. So, jetzt gibt's natürlich noch Ray. Die Lobby sieht ganz gut aus. Oh, wir haben diesen einen 3,56er KD. Not bad. Das ist, entweder ist das ein Level 14. Entweder hatte der gerade wirklich eine gute Lobby oder der ist wirklich so stark und hat gerade angefangen oder einen neuen Account oder keine Ahnung. Wurscht. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich wieder mit ihm im Team bin, denn da lief es eigentlich ganz gut. Wenn man gegen solche Leute spielt, dann mit MP7 und so weiter rumlaufen, gesprayt aus der Hüfte mit C4 und Jumpgeschotte und das Nervigste, was es halt mir gibt, dann wird es ein bisschen lästig. Ich bin auf jeden Fall mit ihm im Team, das ist sehr, sehr gut. Einzige Negative, wie gesagt, neben der Connection auf die Wii U ist dann teilweise auch der Controller, denn mit dem Wii U Pro Controller kann man nicht spielen, weil der rechte Stick rechts oben anstatt rechts unten ist, weil sowohl bei Xbox als auch bei PS3 ist der rechte, der Aiming Stick auf der unteren Seite, bei Wii U Pro Controller ist er oben, was scheiße ist. Jetzt habe ich mir da so ein, ich kann es mal in die Kamera halten, so ein Fake-Teil gekauft, der wirklich, wirklich gut lief oder läuft. Da habe ich sogar geunpackt auf meinem Kanal, der GC2 Wii U Pro Controller, so müsste heißen, von Unitech oder Unipro, irgend sowas, Amazon, glaube ich, um 30 Euro oder so erstanden. Er läuft wirklich gut, also ich fühle mich mit ihm eigentlich relativ wohl. Es gibt halt keine Defizite, wo man halt merkt, es ist halt kein qualitativ hochwertiger Controller wie halt Xbox, PS3, was auch immer, obwohl ob jetzt PS3 und Xbox Controller hochwertig sind, ist einmal dahingestellt. Xbox schätze ich mal schon, PS3 oder zumindest beim PS4 Controller kann man da definitiv Abstriche machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Habt ihr das gesehen, mit der Small legt er sich dahin, diese feige Made. Da kriege ich einen Krampf. Wo war denn der Typ gerade, der da irgendwie neben mir gestanden ist im Spawn? Wo spawnen die überhaupt? Ich habe so das Gefühl, die sind irgendwo in der Nähe von mir. Der ist mal weg. Ich laufe jetzt einfach mal offensiv hier rein. Setze hier mal einen Taktikeinstieg. Oh, da unten war ein Collateral und der Typ schnappt mir beide weg. Das ist genau der Typ mit der MP7. Ich hoffe, dass der hier... Weil ich hätte schon vor, dass ich mal einen Clip hitte in so ein Live-Commentary. Der läuft mal hier lang. So, kriege ich den mittels Jumpshot, ne? Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier, lade nochmal kurz nach, ich habe ja Zeit. Da hat er mit, das ist wieder dieser Akimbo-Waffenwichser. Guck ihn mal an. Da kriege ich, ja, der hat mich also hier abgefangen, jetzt kommt mein Taktik-Einstieg und der legt sich natürlich nieder.
Ah, was soll ich denn? Ganz ehrlich, Leute, ich hasse diese Gegner, die einem beim Taktikeinstieg 5 Minuten abcappen. Und ganz ehrlich, ich erzähle euch jetzt mal wahre... Wartet mal kurz. Geschichte? Okay, kommt eh keiner mehr. Ich erzähle euch jetzt mal eine wahre Geschichte. Warum war das jetzt ein Hitmarker? Ich probiere es mal kurz noch. Eine andere Klasse. Und zwar will ich auf einen bestimmten Clip gehen. Aber kurz noch zu meiner Geschichte. Und zwar, ich lüge euch nicht an, es war mal ein Six-Man-Team in der gegnerischen Lobby. Ja, wenn da jetzt alle sind, da kann ich nichts machen. Es war mal ein Six-Man-Team in der gegnerischen Lobby und die haben zu sechst, ungelogen, zu sechst in einer Herrschaftspartie auf Nuketown auf meinen Taktikeinstieg gecampt. Und solche Leute, die gehören einfach nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eingesperrt, nicht an dieses Game gelassen. Weil natürlich ist es legitim, natürlich darf man das, das ist ja schon klar, aber es ist halt nervig as fuck. Und kommt der Typ jetzt da nochmal raus? Das Problem ist, wenn hier so viele Leute spawnen, dann verlierst du halt den Überblick. Und mit scharf gedämpfter Ballista, das ist halt auch alles andere als leicht, irgendwelche guten Clips zu hitten. Also das ist genau momentan mein Ziel, so ein Quad Switch Feed mit Silence Ballista und Silence DSR habe ich zwar schon, allerdings war der im Killfeed sehr, sehr, wie soll ich sagen, gefadet, also man sieht den nicht gescheit mehr. Und da will ich den mit einer definitiv höheren Qualität noch hitten, aber ich habe gerade wirklich vom Aim ist jetzt nicht mehr so viel da wie vorhin auf Hijacked. Vielleicht spielt der noch mit der DSR. Könnt ihr auch nochmal probieren. Das Positive sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das Geile ist an diesem Black Ops 2 für die Wii U, dass ihr mit der ungepatchten DSR spielen könnt. Also die noch richtig schnell schießt. Da liegt die Salami am Boden! Wenn ich Pizza essen gehen will, dann gehe ich zum Italiener. Und der No-Scope war mal nice. Den holen wir auch weg. Jetzt kommt da unten wahrscheinlich noch einer. Switchfeed? Nein. Warum der getroffen hat, weiß der Geier. Okay. Am wenigsten habe ich den wegbekommen, da kommt jetzt allerdings noch einer rauf. Sehe ich am Radar. Okay, da läuft mal an mir vorbei. Und der war nicht drauf. Kommst du rauf oder nicht? Oder der kommt sicher von der anderen Seite. Okay, Spawn hat geswitcht. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier so was hitten. Wir haben Schwarm. Wir hatten Schwarm, 13-8. Mit 13-8, das muss ein Care Package Schwarm sein. Wobei der eine hat 10-3 in unserem Team. Der könnte das rausgebracht haben. Ist eigentlich jetzt scheiße gerade, weil das verdirbt mir jetzt so ziemlich alles an Kills und so weiter. Okay, einer ist jetzt rechts von hier. Man merkt auch leicht, wie die Frames leicht einbrechen, sobald eine höhere Killstreak draußen ist oder sonst was. Das ist halt irgendwie das Problem auf der Wii U. Man musste wirklich einen sehr, sehr guten, stabilen Host haben, dann geht's eigentlich halbwegs. Aber ansonsten tut man sich vor allem mit dem Snipen sehr, sehr schwer, wenn du wirklich einen Schuss präzise ansetzen musst. So, der wartet auf meinen Taktikanstieg. Das habe ich vorhin gemeint. Genau solche Leute gehören weggesperrt. So. Aha! Komm. Okay, der Blitzschlag. Und genau das meine ich. Da war so ein fetter Lag bei so vielen Leuten. Oder waren sicher zwei. Random Grenade, FTW. Vielleicht werde ich nach dem Match noch eins machen, auch wenn es länger dauert, aber vielleicht mal, weil ihr eben schon lange kein Video mehr hattet auf dem Knosti vom Kanal. Und wenn schon nicht der Knosti ist, dann kann das Video durchaus mal länger sein, dann habt auch was davon. Jetzt schauen wir mal, was für eine Map das kommt und dann schauen wir mal weiter. Werde ich noch eine dritte Klasse ausprobieren, die ich jetzt momentan gerne so spiele. Ich glaube, ist eigentlich eh nicht schlecht, aber das Score von 13-9 war jetzt für meine Verhältnisse schon sehr, sehr schlecht. So, was kommt denn für eine Map? Kommt Double Raid? Ja, Raid wird schon kommen, aber vielleicht mache ich nochmal eine andere Lobby. Na, mal schauen jetzt. Es wird jetzt eh wieder für Raid gestimmt. Mach mal neu. Mach mal eine neue Lobby. Im Übrigen, die Spiele, die zu spielen sind auf Black Ops 2 für die Wii U, sind eigentlich TDM, Freefall, Herrschaft, dann noch Search and Destroy und Hardcore TDM. Ansonsten findest du eigentlich fast keine Spiele mehr, weil es halt fucking Wii U ist. Ja, wer kauft sich ein COD für Wii U, außer meiner Wenigkeit. Aber es macht Spaß, wie gesagt. Also mal zur Abwechslung auf der Wii U zocken, Shooter, es macht... Ich weiß nicht mal warum. Also ist es der Controller, der mir halt sehr, sehr gut in der Hand liegt? Oh nein, nicht auf jemanden, vergesst mich. Ist es der Controller, der eigentlich sehr, sehr gut in der Hand liegt bei mir? Oder ist es daran, dass ich generell mich auf der Wii U sehr, sehr wohl fühle? Ich habe keine Ahnung. Hijacked hat man auch schon. Vielleicht mal eine Slums-Partie oder Standoff.
Das wären so Maps, die ich eigentlich, auf die ich noch sehr, sehr geil Bock hätte. So. Haben wir da mal mein Lobby? Sollte es jetzt länger dauern, werde ich halt cutten. Ist halt kein Problem dann. Ah, da. Wo sind die Gegner? Wo sind meine nächsten Opfer? Es ist wieder. Ach, scheiße. Wisst ihr was? Machen wir jetzt. Machen wir nochmal Raid hier. Jetzt hatte ich vorhin eh kein Glück. Vielleicht läuft es ja diesmal anders. Ich werde jetzt auf jeden Fall für den Spawn Shop mit XPR spielen und dann werde ich auf die DSR wechseln. Also ich werde dann noch dementsprechend das anderes probieren. Das Problem ist, die XPR auf der Wii U ist so kacke zum Spielen. Das ist nämlich das dritte Problem, was ich noch ansprechen wollte auf der Wii U. Ihr könnt das Rumble nicht aufstellen, also den Vibrationseffekt vom Controller, das geht nicht. Viele sagen, ja, ich spiele halt mit Vibration, mich stört's nicht. Mich stört's extrem, also ich habe mir schon vor Jahren angewöhnt, ohne zu spielen und mit Vibration, Spawn, Collateral, noch irgendwo zwei. Ist zwar jetzt reingesprayt, aber alles davor da mit der XPR. Oh, da ist einer. Werde jetzt für diesen Spawn werde ich jetzt auch mit XPR spielen, werde jetzt auf meine KSG DSR Klasse. Oh shit. Also ich habe das Gefühl, da laufen Noobs rum. Das haltest du gar nicht für möglich. So, den haben wir auch. Kone drunter, Drohne am Start. Okay. Orbital wäre jetzt auch unser Ziel. Ob uns das aufgeht. Oh, da sind ein Haufen Leute. Zwei Leute. Kommen da noch wer? Kommt da noch wer? Shit. Da sind so viele. Ich traue mich aber jetzt nicht in den Spawn reinrennen eben. Oh, da drüben sind auch noch ein paar. Scheiße, scheiße, da kommt sicher gleich C4. Julian, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Holy shit, erschrick mich doch nicht so. Wir sind ja bei keinem Horror-Game, wir sind jetzt hier nur bei Call of Fucking Duty. Nein, ein Vorbital jagt mir da mit dem Bogen eins in die Fresse. Scheiße. Oh. Die kommen hier gespawnt, oder? Da ist irgendwo einer bei unserem Spawn drin, den will ich jetzt eigentlich wegholen. Weil der hat eigentlich nichts verloren. Mit der KSG. Ich mag die KSG. Geile Shotgun zum Switch-Feeden. Absolut genial. Auf Short Range kann er mit der KSG mal herumflügen. Oh, da kam eine Granate oder ein C4. Irgendwas kam da angeflogen. Okay, ich verpiss mich mal. Taktikwechsel auf DSR umgeswitcht. Den haben wir auch. Den nicht. Lag. Und den habe ich nicht gesehen in der Dunkelheit. Diese Ecke ist auf Raid ziemlich fies. Also man sieht da die Gegner sehr, sehr schwer. Okay. Da! Wieder die, solche Leute! Wisst ihr? Oh. Ich wollte jetzt nur kurz was. Da, wo bist du? Scheiß Lag, wenn ich. Hab ich den noch bekommen? 15-4 ist im Übrigen eigentlich eh ein guter Score, aber ich habe so das Gefühl, dass mir da ein, zwei Leute richtig gerade am Arsch gehen werden. War da noch einer? Nein, okay. War mir nur gerade nicht sicher. Ist jetzt hier? Taktikeinstieg. Und jetzt mit der KSG irgendwie. Habt ihr den Lag gesehen? So schlimm gerade. Wo bist du? Zeig dich, du Made. Da war doch gerade noch einer. Oh. Nein, nein, zurückwerfen. Alter, kamen zwei, drei Granaten gleich auf mich zugeflogen. Okay. Nächster Versuch. Wo sind die? Wo spawnen die? Wieder eine Granate. Der tubt! Ey, seit wann wird denn in Black Ops 2 getubt? Genau das meine ich. Da erwischst du ein paar falsche Gegner. Sie spielen genauso behindert wie auf anderen Konsolen. Weil eben viele früher gesagt haben, ja, auf Wii U, da rennen nur Bobs rum, da kannst du ja eine Nuklear in jeden Game reißen. Natürlich kann man, aber da muss wirklich die Lobby gut passen. Und du gehst mir gerade im Arsch. Besser gesagt, die Connection sackt gerade so richtig Balls. Zwei. Okay, wo kommen sie? Da steht er immer noch in der Ecke! Hat er mich gerade. Also das war gerade sowas von random. Der hat auf meinen Taktikeinstieg ein C4 hingeworfen und. Okay, jetzt schau ich. Sitzt der Typ immer noch in der Ecke? Okay, tut er nicht. Jetzt hardscope ich mal, weil solche Leute, denen gehört ein Tod nicht anders. Da, was, der, wo kommt der schon wieder her? Der rennt immer backdoor ganz sneaky um die Ecke. Und jetzt haben wir das Vollbob-6-Mann-Team im Gegnerteam vollkommen in der Hand. Also, jetzt haben wir einen Knife Runner, einen C4-Schmeißer, einen mit LMG und alles Mögliche. Also, da ist jetzt
alles vertreten, was so Rang und Namen hat in der Noob-Szene. Okay. Da wieder, jetzt mit Pfeil und Bogen. Was sind das für behinderte Leute gerade in der Lobby? Ich kann gerade so kotzen. Ernsthaft so. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir auch. So kurz davor, dass ich schrei. Vor allem, weil durch diese Scheiß-Lags bekomme ich einfach keinen guten Schuss hin. Da, Jumpshot bringt. Okay, da war jetzt nichts, das gebe ich zu. Wo? Wo kommen die alle her? Und es laggt einfach nur mehr rum. Okay. Also ich werde jetzt nach diesem Match sowieso das ganze Video abbrechen, weil so viel Lags, das gibt's einfach nicht. Wer hat denn hier Host? Wer hat da vor meinem Taktik-Einstieg nur weggekommen? Ich habe 31 Kills in TDM, das ist ja eigentlich eh nicht so schlecht. Aber trotzdem, dagegen kann man noch nicht angehen. So, nochmal hier. Was war denn das jetzt für ein Bug? Habt ihr das gesehen? Das wäre ein Lineup auf dem Triple Game Winning Kill Cam gewesen. Achso, das Gegnerteam hat 75. Jetzt habe ich mich mal in der Leiste verschaut. Es hätte jetzt doch noch einen Triple Collateral Lineup geben sollen oder können. An mir ist es auf jeden Fall nicht gelegen, dass wir verloren haben. Ich denke mal, das sieht man am Score, aber die Gegner haben nicht wirklich mitgespielt. Oder sagen wir so, die Gegner waren einfach nur strunzbehindert. Der eine mit C4, der eine mit dem Bogen, der eine mit Tubes, der andere mit Knife Runnen und... Also braucht nicht denken, dass auf der Wii U nur Bobs rumlaufen. Ihr habt selbst gesehen, da erwischt man die Leute 1-zu-1 genauso wie auf anderen Konsolen auch. Ich hoffe dennoch, dass euch diese Episode von Sniper Sonntag gefallen haben sollte. Jetzt mal kurz zum... Ich gehe nochmal kurz raus, wartet mal kurz. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Sollte dem so sein, bitte ich um einen Daumen nach oben. Nicht nur wegen mir, sondern auch wegen Knost, um ihn zu unterstützen, dass er wieder regelmäßig uploaden will. Wie gesagt, ich war jetzt eigentlich nur eine Notausnahme, sagen wir mal so. Wir haben uns zusammengeredet und er hat gesagt, naja, kein Problem, er ist in Hamburg und ihm wird das Ganze recht kommen, wenn ich mal eine Sniper Sonntag Folge wieder hochladen könnte. So, jetzt zum Abschließenden wäre es mir persönlich noch wichtig, heute ist ja Sonntag, also ich nehme dieses Video am Montag, den 11.05. auf. Der 17. ist der Sonntag, wo dieses Video hochgeladen wird. Und am Sonntag kommt meine Goodbye-Montage raus, also mein allerletztes reguläres Video auf meinem Hauptkanal, da ich ja aufgehört habe. Das ist jetzt seit Monaten in Planung und ich weiß zwar nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt, wo das Video auf dem Knosti-Channel online kommt, ob das Deutsch war, sei mal dahingestellt, wenn dieses Video auf dem Knosti-Channel online kommt. Weiß ich zwar noch nicht, ob meine Montage schon oben ist, allerdings würde es mich freuen, wenn ihr dann auf meinem Kanal vorbeischauen könnt und dementsprechend mein allerletztes Video auf meinem Kanal dementsprechend mit einem Daumen hoch bewertet. Sollte es euch natürlich gefallen haben, das ist ganz, ganz wichtig. Es liegen da mehrere Monate Arbeit dran und würde mir persönlich sehr, sehr viel bedeuten. Im Anschluss von diesem Video werde ich wahrscheinlich noch den dazugehörigen Trailer meiner Montage dran schneiden, damit ihr ungefähr mal wisst, womit ihr es zu tun habt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt dem Video deinen Daumen nach oben, falls es euch gefallen haben sollte. Feedback in die Kommentare ist natürlich immer erwünscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin, sage ich ciao da rein. Over and out, peace.